Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich muss die Kamera ein bisschen besser einstellen. Ja. Ich beginne ein Video, ich habe eine Neuigkeit. Gestern habe ich an einem Wettbewerb etwas gewonnen. Ein Estée Lauder Blockbuster Set. Ich werde es euch dann vorstellen, es ist unterwegs zu mir. Ich habe an einem Wettbewerb teilgenommen auf Instagram und gewonnen. Ich möchte das euch einfach mitteilen. Und meine Mutter war hier und hat mir Geld gegeben und ich konnte mich neu einkleiden. Es ist alles auf einmal. Ich habe mich heute neu eingekleidet. Ihr könnt es mal von Weitem betrachten. Ich habe eine Lederhose, also Kunstlederhose in einem Beige, weiß oder cremeweiß und ein Pullover aus Baumwolle in einem auch cremeweiß und eine Billigkette. Das ist wirklich eine Plastikkette, das ist nur so ein Straßschmuck dazu. Von Weitem noch, ich zeige es euch noch von Weitem, ich habe jetzt Stiefletten dazu genommen, schwarze, ich weiß nicht, ob man das sieht. Sie sind grob geschnitten, am Anfang dachte ich, ich möchte sie nicht. Und sie sind ein bisschen weit, aber es gefällt mir doch und ich behalte sie. Und ich hoffe, es geht euch allen gut und ich beginne das Video jetzt einmal so. Mal schauen, was es wird, einfach ein Haufen von Unboxing geben. Ich werde euch die Blockbuster, das Blockbuster-Set von Estée Lauder vorstellen und die Goodiebox kommt nächste Woche und dann sehen wir alles zusammen an, uns zusammen an. Ich freue mich und ich mache so weiter, wie es mir einfach Spaß macht. Ich mache mal so, mal so, mal so, ich weiß es noch nicht. Ich lasse mich überraschen und lasse euch doch auch überraschen. Ich wäre froh, wenn ihr mir ein Abo dalassen würdet und der Kanal wachsen würde. Das würde mich weiterbringen auf YouTube. Und für heute mache ich jetzt Schluss und sage Kuss bis zum Weiteren und zum Nächsten. Wahrscheinlich zu einem Unboxing. Eure Franziska. Hallo zusammen und guten Morgen. Gestern ist es angekommen, das Blockbuster-Set von Estée Lauder. Ich freue mich so und möchte es mit euch teilen. Ich bekam dazu noch einen persönlichen Brief von Estée Lauder Schweiz oder Estée Lauder und ich freue mich, das dann auszupacken, aber ich warte noch, weil ich die Vorfreude noch genießen möchte. Ich wünsche euch einen guten Morgen und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin überglücklich und wünsche mir euch das auch und wünsche euch einen wunderschönen Tag, bis es weitergeht. Eure Franziska. Ein weiteres Outfit. Ich trage eine kurze oder mittelkurze Ledershorts, also Kunstledershorts. Die habe ich mal im H&M eingekauft vor 2 Jahren mit einem Gürtel. Und ein Polyester-Pullover, leider im Hellgrau von Vero Moda. Der ist von diesem Jahr. Und jetzt muss ich da das ein bisschen so. Und dazu trage ich eine Lederjacke, Kunstlederjacke von Zara. Die ist aber schon länger, schon älter, aber man kann sie noch in diesem Jahr einkaufen. Aber ich habe sie nicht von diesem Jahr. Schuhe trage ich Stiefletten von einer italienischen Marke. Die habe ich schon 3 Jahre. Ich weiß nicht, ist es Tozzi oder eine andere Marke. Es ist ein Lederschuh und er gefällt mir, deshalb behalte ich ihn auch noch. Es ist ein Winterschuh. Ich habe ihn gefüttert, also eine gefütterte Sohle. Das ist das Outfit von heute. Nochmals von ganz, ich muss halt das immer ein bisschen umstellen. Von Weitem könnt ihr die Shorts betrachten. Man könnte den Pullover auch ein bisschen rausnehmen und hinten ganz rausnehmen, so leger getragen. Ist das auch noch hübsch?
Und die Rebelle auch genau hier hin tun. Das wäre dann so. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Outfit. Ein weiteres Outfit. Ich trage einen dunkelgrauen Pullover mit einer schwarzen Hose. Es ist beides vom letzten Jahr. Es ist von meiner Winterkollektion von der Weite. Ich habe jetzt Pumps dazu. Es ist ein Pullover, der grob geschnitten ist, also so mittig. Er ist nicht ganz grob, sondern bis in die Mitte. Und dazu trage ich Schmuck, also diese Plastikkette und die Ohrringe, die sind aus Metall. Und ich habe einen Pferdeschwanz. Wenn es nach draußen geht, habe ich eine Lederjacke, weil sie noch ziemlich warm ist jetzt mit der Temperatur. Eine braune dieses Mal. Ihr könnt es von weitem noch betrachten. Die ist jetzt von Vero Moda, die ist neu. Und ich weiß noch nicht, ob ich sie behalte. Ich gebe sie zurück, weil es nicht in meinem Budget vorhanden ist. Aber ich habe sie mal zum Zeigen gekauft, damit ihr eine Vorstellung habt, wie man kombinieren kann. Das ist eine braune, wirklich eine normal braune Lederjacke. Die kann man zu allem kombinieren. Ist schön in den Herbst und auch im Frühling. Ja, und sie gibt noch relativ warm, finde ich, wie eine echte Lederjacke. Mir gefällt sie, aber eben, sie liegt nicht im Budget drin. Das ist mein Outfit, das ich jetzt zeigen möchte. Und ich könnte es von der Seite betrachten. Die Hose ist hochgeschnitten und aus, weiß nicht einmal was, es ist einfach eine Stoff. Aber wahrscheinlich Polyester nehme ich an. Sie war sehr günstig. Im Ausverkauf habe ich die erstanden. Und der Pullover ist aus Baumwolle und war auch günstig. Ich weiß, ich habe ihn auch im Ausverkauf erstanden mit einem Schip dazu oder mit einem Rock dazu, aber der hatte nicht die gleiche Farbe. Deshalb habe ich nur den Pullover behalten. Das ist das Outfit. Vielen Dank und bis auf weiter. Ein weiter. Ziehe ich das Ganze noch ein bisschen von Gosch, das Laminieren von Gosch, das fixiert die Brauen und lässt sie dann den ganzen Tag so, wie sie sein sollten. Ich habe sie jetzt noch fein gemacht. Das ist der Braulift von Gosch. Und jetzt werden wir noch ein bisschen Primer auf das Augenlid tun. Das ist extra ein Primer für den Lidschatten. Entschuldigt meine Sprache. Es ist wirklich morgen. Ich bin früh, also nicht früh, ich bin zeitig erwacht. Ich musste gerade zur Dusche rennen, damit ich dieses Video machen kann von der Zeit. Weil ich ja nachher die Medikamente bekomme. Dann muss ich dann parat sein. Und dann muss das alles fertig sein. Ob ich nein. Ich habe gemeint, ich habe die Kastentür offen. Das wäre nicht schön gewesen. So, jetzt lassen wir das noch ein bisschen eintrocknen. Und ich zeige euch jetzt, was ich vorhabe. Ich habe diese Palette kann man auch noch kaufen. Diese Pocket Palette von Sephora. Die habe ich schon länger, aber die kann man kaufen im Sortiment bei Sephora im Manor. Bei uns in der Schweiz im Manor, ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, wo ihr bei Sephora, oder ihr könnt sie auch bestellen. Und ich werde diese Farbe nehmen als Untergrund und dann diesen Glimmer da, diese beiden Glimmertöne noch dazu. Und fange an mit dem Lidschattenpinsel. Ziemlich flüssig da, der Primer. Gebe sie mir jetzt einfach als nochmals als Basic.
auf das Lied. Seht ihr mich? Und auch ein bisschen nach oben ziehen. Heute ist ja Sonntag und meine Schwester kommt mich besuchen. Sie kommt jeden zweiten Sonntag, wenn sie es nicht vergisst. Sie ist ein bisschen, sie hat viel zu tun und dann manchmal vergisst sie nicht und dann kommt sie auch nicht. Jetzt nehme ich den Glimmerton schon, ich nehme nicht zu viel Farbe und setze mir den jetzt noch aufs Lied drauf. Ja, und dann gehen wir wahrscheinlich etwas trinken in eine Cafeteria oder nicht in ein Café, nicht in eine Cafeteria. Ich bin schon richtig Pflegeheim, mit dem Pflegeheim verwandelt und spreche von der Cafeteria. Wir gehen in ein Café in der Stadt, wenn eines geöffnet ist, weil es ist ja Sonntag. Aber sie sollte es wissen. Früher war ich ja immer in den Cafés. Aber es ist teuer. Ein Kaffee kostet fast 6 Franken. Und das kann ich nicht mehr. Also ich kann mir das schon leisten, aber zwischendurch mal, aber nicht jeden Tag. Und früher war ich immer wieder mal habe ich abgemacht in einem Kaffee. Und wir haben einen Kaffee getrunken. Da konnte ich mir das alles noch leisten, als ich noch zu Hause lebte und nicht hier im Pflegeheim, weil das ist hier halt so teuer. Und ich habe nur noch wenig Geld zur Verfügung. Einfach ein Sackgeld. Ja, ein Taschengeld sagt man. Bei uns sagt man Sack. Sack heißt Tasche. Und ein Taschengeld, ich habe einfach ein Budget, ich sage jetzt nicht wie viel, aber es ist nicht viel. Jetzt möchte ich es noch ein bisschen ausblenden. Ich muss dann alle Pinsel nachher auswaschen. Ja. Und dann kommt noch eine Farbe. Ich werde hier dieses Rot da, dieses Rot werde ich nach unten ans Lid tun. Den Mund muss ich zulassen. Also diese Farben sind eigentlich schön pigmentiert. Kann nichts sagen. Ich nehme diese Palette zwischendurch. Ich fange jetzt an, Paletten zu verschenken und zu verkaufen. Also wenn ihr interessiert seid, könnt ihr auf Facebook schauen. Ich habe sie im Verkauf, aber man muss sie halt bei mir abholen. Ich möchte mich in der Sammlung ein bisschen reduzieren. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Glimmer von Kiko auf das Auge. Das gehört einfach dazu, das mache ich in der letzten Zeit immer. Einfach ein bisschen noch Glitter. Auf das Auge. Das putzt es dann nochmals aus. Und wir sagen, es hebt es noch etwas hervor. Es putzt noch etwas raus. Und jetzt nehme ich nochmal von der Face-Palette diesen hellen Ton. Diesen da, den nehme ich noch für den Augeninnenwinkel. Da sehe ich jetzt vom Licht nicht viel. Ich hoffe, ich habe es gut
blendet das Ganze. Ja. Und dann werde ich noch einen Innenlidstrich ziehen. Das hält das auch noch etwas auf. Mit einem hellen, da könnt ihr weiß nehmen, ich habe jetzt hier hellrosa oder hellgelb oder hellbeige. Es geht alles. Dann kommen wir noch zu den Brauen, zu den Wimpern. Und für das nehme ich zuerst die Wimpernzange und biege sie. Und dann mache ich ein Auge und das andere mache ich dann selber noch. So. Ich habe hier eine Wimperntusche von ein super Mascara von Clarins, den habe ich bekommen von meiner lieben Freundin, das habt ihr ja mal gesehen. Und den nehme ich jetzt und gebe ihn mir da aufs Lid. Ich sehe, ich muss nochmals etwas verblenden. Ich verblende zuerst nochmal und dann mache ich das schnell selber. Ich möchte das noch ein bisschen schöner hier. Farbe hat es genug. Jetzt mache ich mir die Wimpern schnell selber, weil es einfacher geht. Und lasse euch schnell alleine. So, jetzt habe ich den Wimperntusch auf den Wimpern. Und jetzt machen wir noch die Lippen. Ich ziehe mir zuerst den Lip Liner von Lord & Berry auf den Lippenrand. Also dieses Make-up eignet sich jetzt wirklich für gereifte Haut und auch für junge Haut. Es geht für beides. Ich nehme einfach Produkte, ich brauche jetzt keinen Make-up, weil das meine Haut nicht schön macht. Es geht in die Falten rein. Deshalb nehme ich den Perfect Tan von Awesome Beauty. Und ich nehme jetzt von Clarins. Das ist so ein Lippenstift, der zugleich eine Pomade ist. Ist ganz ein pflegender Lippenstift. In der Farbe. Ich kann es halt nicht lesen, es ist eine rosa Beerenfarbe. Und die Nummer kann ich nicht lesen, weil meine Augen sind zu schlecht. A19. Das wären die Lippen. Die halten halt nicht so lange, weil man kann sie da, ich mache es am Spiegel vor, man kann es da so drehen, es hat so einen Drehschluss oder einen Dreher und dann kann ich das wieder ins Packaging hinein tun. Sie sind relativ teuer, aber ich konnte sie Aktion kaufen, also günstiger oder mit Rabatt kaufen, mit ziemlich viel Rabatt. Also es wäre 70 Franken drei Stück und dann könnt ihr ausrechnen, wie viel das ein Stück ist. Ja. Bei uns in der Schweiz, ich weiß nicht, wie bei euch Clarins ist, aber bei uns ist das eine teure Marke. Ich bin eigentlich zufrieden, ich nehme noch einen Q-Tip, habe noch ein bisschen gesaugt. Ich versuche das noch ein
bisschen weg, dann noch wegzunehmen. So, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt kommt noch der Evian. Ich habe im Moment den Evian Fixierspray und das war die ganze Geschichte. Was ich euch noch zeigen wollte, ich nehme am Abend immer ein Selbstbräuner von E-Cooking. Er ist jetzt dann fast leer und gebe ihn ihr diesen in die Hautcreme, in die Nachtcreme rein und dann ist das Hautbild etwas schöner, weil ich ja keine Make-up nehme. So, das wäre jetzt das Gesamte. Ich kann das auch abziehen. Ich habe noch eine Kette hier und das kann ich auch abziehen. Ich muss dann den Kleber noch befestigen, wenn es trocken ist. Und ich verabschiede mich und wünsche euch einen schönen Sonntag.